Solltest du als Fachfirma oder Handwerker eigentlich Kunden in deine Ausstellung holen oder solltest du bei den Kunden zu Hause die Beratung machen? Diese Frage gehen wir jetzt auf den Grund und ja, es gibt eine ganz konkrete Antwort und auch eine meiner Meinung nach richtige Antwort. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zum Video erstmal. Mein Name ist Alex und Marvin ist auch wieder am Start. Moin. Und wir wollen uns heute mal der Frage widmen, die häufiger von unseren Partnern aufkommt. Wir beraten die Partner ja, wenn die bei uns in der Agentur quasi neue Kunden oder Mitarbeiter suchen, auch wie sie halt das möglichst effizient dann abwickeln dahinter. Und da kommen wir ganz häufig auf die Frage, soll ich eigentlich meine Beratung in der Ausstellung machen oder soll ich sie beim Kunden vor Ort machen? Und man muss sich ja erstmal klar machen, was will man eigentlich? Man will natürlich möglichst den Kunden am Ende gewinnen, ne? Und man möchte das auf der anderen Seite auch möglichst zeiteffizient machen. Die Ausstellung hat verschiedene Vorteile. Die hat den ganz konkreten Vorteil natürlich, ich habe da die ganzen Exemplare, die ich zeige. Ich kann da alles für den Kunden halt ja, schmackhaft aufbereiten. Mhm. Ich habe auch den Nachteil, ich sehe natürlich nicht genau die Situation des Kunden. Also ich sehe nicht genau, wie ist der Kunde jetzt eigentlich wirklich aufgestellt von der, keine Ahnung, wie es im Terrassen nachgeht, wie sieht die Wand aus, wie sieht das drumherum aus. Ne? Ja. Das weiß ich alles gar nicht. Ja. Ja, also es gibt natürlich auch einen mehrstufigen Prozess. Ne? Also man kann natürlich auch, also viele machen das natürlich so, dass sie sagen, erstmal soll der Kunde in die Ausstellung kommen, ja, und dann fahren wir raus und machen halt einfach eine sehr gute, sehr gutes Aufmaß dann und dann ist das auch kein Problem mehr. Ne? Das heißt, ich kann im Vorfeld natürlich schon gut beraten und auch im Idealfall schon verkaufen, selbst wenn ich die die genauen Maße oder Gegebenheiten noch nicht genau aufgeschrieben habe. Ja, hier ist halt besonders wichtig, dass du das wirklich unterscheidest. Ne? Also es gibt halt im Idealfall zwei Stufen tatsächlich, ne? Dass du wirklich sagst, ich habe einen Termin, einen Beratungstermin, der für mich A sicherstellt, der Kunde meint es wirklich ernst, B sicherstellt, das, was ich ihm anbiete, so von der ungefähren Preiskategorie, das passt doch für ihn, C sicherstellt, dass du möglichst wenig Zeit damit verbringst, mit diesem Prozess und dieser Termin ist immer bei dir in der Ausstellung, wenn du eine Ausstellung hast oder bei einem anderen Kunden von dir, wo halt schon so ein Produkt steht. Na, das gibt es ja auch, diese Möglichkeit. Weil A, der Kunde muss erstmal zu dir fahren. Wenn du anfängst, das erste Termin mit dem Kunden zu machen, hast du so oft die Situation, der ist nicht da, das passt nicht, irgendwas anderes passt nicht, weil die Leute einfach dann teilweise unzuverlässig sind. Ja. Wenn er zu dir in die Ausstellung kommen soll, der kommt nicht, okay, ist das so. Mhm. Dann hast du aber keine Fahrzeit verschwendet, ne? Und hast im Endeffekt die Möglichkeit, direkt auch vernünftig weiterzuarbeiten. Bedeutet, was halt wichtig ist, erster Termin bei dir in der Ausstellung. Mhm. Da führt auch kein Weg dran vorbei. Das sollte man auf jeden Fall so machen. Da zeigst wenn du eine hast, ne? Wenn du eine hast. Ansonsten, wenn ich dann würden wir dir empfehlen, eine zu machen. Ja, genau. Oder halt auf der anderen Seite mit anderen Leuten, mit anderen Kunden von dir zu sprechen, ob du bei denen vor Ort das halt sonst zeigen kannst. Ja. Dass der schon mal das Produkt gesehen hat, irgendwo, dass da emotional was dahinter steht. Mhm. Und den zweiten Termin, erst wenn der erste Termin so besteht, man sagt, okay, das Angebot, so das kann ich mir sich vorstellen, das passt vom Preislichen her, erst dann fährst du vor Ort, machst das Aufmaß, erklärst alles nochmal detaillierter vor Ort. Weil da geht so viel Zeit dann drauf und das solltest du nur mit denen, ich sag mal, 30%, 40%, 50% der Leute machen, die davor schon wissen, es kostet und es auch wirklich machen wollen. Für dich vielleicht mal als Inspiration, was eigentlich alles noch so möglich ist. Wir waren jetzt die Tage bei einem Partnerbetrieb von uns und dieser Betrieb macht PV-Anlagen. Ja. Und die Jungs, die haben sich einfach ein Schulungsdach sozusagen also neben ihr Bürogebäude sozusagen gebaut, wo sie eben die Module und so weiter auch installieren und das dem Kunden direkt zeigen können. Wie sieht das dann aus, wenn das bei ihnen sozusagen auf dem Dach angebracht wird und so weiter. Und da kannst du auch einfach mal kreativ werden sozusagen, was man alles auch machen kann, ne? Weil ja so eine PV-Anlage als Ausstellung sozusagen ist natürlich ein bisschen schwierig, aber ja, die haben sich einfach ein Schulungsdach und ein Präsentationsdach dorthin gebaut, wo man das dann natürlich den Interessenten vor Ort direkt zeigen kann, wie sowas dann konkret aussieht. Ja. Ne? Also das geht jetzt, das geht für jedes Gewerk. Ne? Es gibt natürlich die klassischen Sachen, wie jetzt Bäder, Betten, Küchen und auch Haustüren, Terrassendächer etc. Das kann man alles gut ausstellen. Aber es gibt auch verschiedene andere Gewerke und da kann man auch immer mal kreativ werden, wie man das auch als Ausstellung hinbekommen kann. Ne? Ja, genau. Wichtig ist halt, im Endeffekt baust du eine Ausstellung darauf basierend, auf was du für Feedback vom Kunden bekommst. Das bedeutet, wenn der Kunde sagt, das würde er gerne noch sehen, und das passiert häufiger natürlich nicht beim ersten Kunden, aber es passiert häufiger, dann kann man das ruhig mit reinnehmen. Wenn er bestimmte Dinge gar nicht erwähnt, dann kann man es auch weglassen. Ja. Ne? Und wenn er sagt, okay, nee, das kann er sich nicht vorstellen, besorgst du dir vielleicht, schneidest das Produkt nochmal auf und zeigst es nochmal oder so, je nachdem, worum es halt geht. Mhm. Also, dass du einfach diese Ausstellung auch intelligent basierend auf dem aufbaust, was der Kunde dir tatsächlich als Feedback gibt, damit er die höchstmögliche Kaufwahrscheinlichkeit hat. Und wie gesagt, also es ist sehr, sehr klar, auch von uns sehr, sehr häufig getestet, das ist der beste Prozess zu sagen, erst in die Ausstellung, dann zum Kunden. Ne? Die beiden Schritte wirst du auch brauchen, weil du musst das Aufmaß ja trotzdem irgendwie machen. Ja, ja, also ich weiß nicht, da hast du vielleicht Zahlen auch parat oder weißt, was die Mehrzahl macht. Also du kannst ja auch den Prozess so machen, dass du erst sagst, okay, erst in der Ausstellung kommen, dann vor Ort sein und messen sozusagen und dann den Abschluss dann vor Ort machen, ne? Ja, üblicherweise, ja genau, das ist
der Prozess, der ist, wenn du ein komplexeres Angebot hast. Da gibt es da zwei Szenarien. Szenario 1, du kannst das Angebot relativ schnell erstellen, dann machst du das mit dem Kunden vor Ort bei ihm zu Hause und zeigst ihm das, erklärst ihm das und damit könnt ihr direkt arbeiten. Anderes Szenario, es ist etwas komplexer zu erstellen, dann machst du erstmal vor Ort bei dir in der Ausstellung das Ganze. Oftmals bringen die Kunden dann auch schon die Maße mit. Das heißt, da weiß man schon, worauf man sich einlässt, da weiß man schon, wie es abläuft, ne? Oder schickt ein Foto oder so. Und es ist nicht auch nicht jedes Produkt so mega Maßarbeit wie jetzt ein Fenster oder ein Terrassendach im Endeffekt. Du weißt, selbst ein Terrassendach, wenn das freistehend ist, ist jetzt auch nicht, also kann auch mal Meter links oder rechts stehen. Das ist dann auch nicht so schlimm. Und im Idealfall ist es wirklich so, dass das Gespräch, was du mit dem Kunden führst dann, was du vor Ort führst, da auch du das Angebot präsentierst. Im besten Fall bei dir in der Ausstellung, da hast du noch einen Heimvorteil. Geht aber auch, wenn du es beim Kunden machst. Nur ganz wichtig, du präsentierst das Angebot vor Ort. Wenn du es direkt mit dem Kunden bei ihm erstellen kannst, auch in Ordnung, dann machst du da direkt den Abschluss. Und ansonsten machst du es bei dir in der Ausstellung, was auch okay ist. Ja, vielleicht muss man auch nochmal darauf eingehen, das Thema Angebot und wie macht man das eigentlich, weil ich glaube, also in der Vergangenheit haben wir halt auch viele Betriebe gesehen, die halt einfach das Angebot unkommentiert rausschicken. Ne? Da vielleicht kannst du auch noch mal ein paar Worte dazu sagen. Ja, also im Endeffekt geht es darum, dass das Angebot für dich natürlich relativ klar ist, relativ logisch ist, was da drin steht, für den Kunden aber nicht. Du hast dir natürlich erklärt, haben wir drüber gesprochen, ja, mag sein, weiß er aber nicht mehr. Wenn du jetzt mit jemandem sprichst, wo du dich nicht im Bereich auskennst, schickst du ein Angebot, denkst du auch erstmal, jo, was bedeutet das jetzt? Und das große Problem ist, an der Stelle, wo der Kunde sich fragt, was bedeutet das jetzt, bist du ganz schnell in der Situation, wo er nicht kauft. Weil er sagt, was bedeutet das jetzt? Weiß ich nicht. Der andere hat mir das irgendwie erklärt, da habe ich alles verstanden im Angebot, ich mache es mit dem anderen. Die Situation hast du dann relativ häufig und das kostet halt jedes Mal Geld, wenn das passiert. Bedeutet, dass du einfach gucken musst, jede Unsicherheit, jede Unklarheit sorgt im Endeffekt für einen verlorenen Auftrag bei sowas. Bedeutet, du schickst das Angebot nicht raus, sondern du machst es vor Ort mit dem Kunden, sprichst alles durch, wenn er es verstanden hat und nochmal drüber nachdenken möchtest, okay, dann rufst du aber wieder an. Also es wird wirklich alles im Detail erklärt. Es werden keine, also du lässt nicht zu, dass der Termin endet, bevor nicht alle Fragen geklärt sind. Ja. Ansonsten jede Unsicherheit sorgt dafür, dass der Abschluss verloren geht und dafür so viel Zeit zu investieren, um dann eine Frage nicht beantwortet zu haben, ist irgendwie nicht so zielführend. Ja. Genau. Ich denke, es war jetzt auch relativ viel für das Thema, aber das ist im Endeffekt der idealtypische Ablauf. Kannst du so nutzen, solltest du auch so nutzen. Wenn du sagst, okay, den Ablauf findest du super, aber du brauchst noch ein paar mehr Interessenten, melde dich gerne bei uns, dann können wir dir auch helfen, auch dich strategisch beraten, wie es bei dir konkret aussehen kann, wie du an mehr Neukunden rankommst, wie du die Abschlussquote erhöhst, alles kein Thema. Webseite ein-bader.de, hast du vielleicht schon ein, zwei Mal besucht. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Lass einen Daumen nach oben da, lass ein Like da und wenn du irgendwelche anderen Fragen dazu hast, gerne in die Kommentare schreiben. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Ciao.